Endlich mal wieder richtig Schnee und Eis im Minden-Lübecker Land. Pünktlich zum Jahreswechsel fielen die Temperaturen und damit auch jede Menge Schnee. Mehr als 25 cm waren es bis zum 3. Januar. Das blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen auf den Verkehr. Schiene und Straße waren gleichermaßen betroffen, die einen von eingefrorenen Oberleitungen und die anderen von glatten Straßen. Aber insgesamt gingen die Verkehrsteilnehmer damit sehr routiniert und gelassen um. Es gab kaum größere Behinderungen. Nach dem Motto Schnee und Rodeln gut herrschen für Kinder endlich mal wieder paradiesische Zustände. Perfekte Verhältnisse gibt es derzeit vor allem am traditionellen Rodelhang in der Hausberger Schweiz. Hier haben Jung und Alt jede Menge Spaß bei rasanten Abfahrten. Okay.